Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyland ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Call of Duty Ghosts. Der Typ, der Call of Duty noch nie gespielt hat und auch noch nie spielen wollte, ist jetzt dabei, sein zweites Let's Play zu Call of Duty zu machen. Das ist irgendwie unlogisch, aber das bin ich. Ich habe früher eigentlich eher lieber Battlefield gespielt. Bad Company 2 und Battlefield 3 und fand das eigentlich immer recht interessanter, doch dann bin ich halt in den Call of Duty Clan gekommen, wo Black Ops 1, Black Ops 2 gespielt worden wurde und so bin ich halt auf den Genuss gekommen von diesem schnellen Shooter. Vorher als größter Halo-Fan, dann halt auf Call of Duty, wie gesagt, auf Battlefield umgesprungen und dann halt auf Call of Duty, weil Call of Duty ist nochmal ein bisschen schneller als Halo und Halo ist nochmal ein bisschen schneller als Battlefield. Und bei Battlefield sehe ich halt das große Problem, dass bei Battlefield 3 zum Ende hin du 3000 Tickets hattest oder so und bist in das Spiel reingekommen, gerade angefangen und du musstest die 3000 Tickets auch warten, damit du auch wirklich alle EPs halt bekommst, die du halt in diesem Spiel schon freigeschaltet hast, auch wenn du keine Lust mehr hast oder sowas, weil du mega Abfuck in dem Moment irgendwie hast, aber du musst halt bis zum Schluss bleiben, um auch wirklich die EPs zu kriegen. Ist halt ein bisschen schade. Und Call of Duty Ghosts halt ein bisschen schneller, ein bisschen, könnte auch ein bisschen langsamer sein. Am Anfang waren es halt irgendwie zu wenig Punkte und jetzt stirbt man irgendwie total schnell. Hast du nicht gesehen? Naja, man kann so viel rummeckern, wie man will. Wir drücken Start und nehmen die Kampagne. Am besten diese Festplatte. Es ist gerade meine zweite Aufnahme, weil in der ersten Aufnahme habe ich ein Video gerendert und gleichzeitig aufgenommen und da hat er die Stimmen nicht richtig abgespielt. Und ihr habt bis jetzt eigentlich nur, ja, das, den Intro halt gesehen, in der Art und Weise. Wie ihr auch sehen könnt, keine Rookie-Dateien hier, oder Rogue-Dateien. Credits sehen wir uns an, wenn das Spiel zu Ende ist. Und dann drücke ich mal neues Spiel. Ja, ich will neues Spiel. Soldat nehmen wir. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister.
Das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad. Du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. So, jetzt haben wir auch mal die Stimmen vernünftig hier wiedergespielt. Ich habe dieses Let's Play... Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Von Sarazar gesehen. Aber kann mich an nichts mehr erinnern. Auch dass es so komisch aussah irgendwie von den Animationen her. So ganz... Von denen kommen noch ein paar. Ganz ehrlich, mir wird gerade ein bisschen schlecht von der Gehweise hier. Jetzt sind wir wieder dieser nicht sprechende Typ hier. Wir sind sozusagen nur eine Nebenfigur, kann man im Endeffekt sagen. So, die sprinten alle davon. Ah, jetzt kann ich auch sprinten, endlich. Oh, Alter, wird man... Jetzt ein Fick ist Odin. Wow. Das ist kein Erdbeben. Was redest du denn da? Sie wurden zurückgelassen. What the fuck? Es ist... Oh, das ist typisch scheiß Call of Duty. Wer, du gehst auch nur einen Schritt weiter, als du darfst. Oder tust du einmal eine Sache, die du nicht machen sollst. Wie zum Beispiel... Durch dieses Ding gucken und gucken, ob er auch vernünftig aufnimmt, tut er aber nicht. Ja, im Haus ist auch total sicher. Das Beste, was man machen kann. Alles explodiert und man stellt sich irgendwo drunter, wo es alles zusammenbrechen kann. Sowas ist ideal. Das Geile ist, wir spielen wirklich so eine Nebenfigur. Der Hauptcharakter rennt eigentlich vor uns gerade weg. Ja, man sieht, wir sind hier auf jeden Fall sicher. Komm schon! Noch viel mehr hält das Haus nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klemmt! Hilf mir hier! Okay. 3, 2, 1, schieb! Vor 15 Minuten. Odin-Kontrolle. Ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir klären um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Schon gut gemacht hier. Das ist schon gut gemacht, ey. 5 Meter Shuttle. 2 Meter. Rotationsdelta auf 0 Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andock. Mittelstellung aktiv. Beginne Einzug. Verstanden, Shuttle. Starte, Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingeparkt. Bitte steuern. Da musst du echt viel Mut haben als Astronaut, ey. Ganz ehrlich. Baker, hilf mir beim Entladen. Hallo, Dick! Odin-Kontrolle, wiederholen. Komm schon, ich komme! Scheiße, Alter. Wir müssen uns beeilen. Kombüse an Odin-Kontrolle. Werden beschossen. Na, wie haben sie sich denn bitte schon da reingeschlichen jetzt? Schlecht animiert.
Odin Kontrolle. Odin geht auf Feuermodus. Dies ist keine Simulation. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Odin Kontrolle! Es sind Föderationstruppen im hinteren Crewmodul! Baker, Achtung! Da sind noch mehr! Odin Ladung 1 lädt. Ziel Los Angeles. Erfasst. So geil. Ich bin ein Niemand, ein Nichts und baller hier Supersoldaten ab. Phoenix, erfasst. Ziel Houston, erfasst. Ziel Miami, erfasst. Geschätzte Verluste, mehr als 27 Minuten. Odin feuert! Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin Kontrolle, wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Verdammt, Houston. Baker, wir müssen uns sputen. 10 Sekunden. Alle in einen sicheren Bereich. Na, wenn wir uns nicht mitballen, dann Seefeiern für uns. Baker, wir müssen uns sputen. Alte Fresse, ich konzentriere mich. Wow. Oh, Scheiße, Alter. Das meine ich, ey, wenn du da einmal verloren bist. Odin Kontrolle, empfangen Sie? Houston, hier Mosley. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Schon dumm, dass sie nichts eingebaut haben, dass sie es von unten direkt zerstören lassen können. Nein. Er ist natürlich total sicher. Niemand würde es angreifen. Nein! Destabilisierung nötig. 23 Grad, Back oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Hehehe. Ich bin vor ihr da. Ich habe nur keinen Plan, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Das hier sieht irgendwie wichtig aus. Hilfe, das zu öffnen! No! Na los! Abdeckung auf, Houston! Zünden Sie diese Treibstoffleitungen! Du hast ihn gehört, Baker! Feuer! Stirb! Du von Menschenmaschinen gebautes Teil! Sie ist tot. Das reicht. Das ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Ich habe die Menschheit gerettet. Zeit zu sterben. Sieh in den Himmel und schrei. Halt dumm, dass sie halt von unten halt nicht drauf zugreifen können und sofort alles. Oh, das war Odin. Dad hat gesagt, er holt den Truck. Wir müssen ihn suchen. Darüber, schnell! Bin auf dem Weg. Bro. Wir laufen total behindert mit einer Hand vor uns Gesicht. Ja, machen wir. Alter, bist du ein Ninja? Du reizt dich voll krass ab, Junge. Alter, steh auf jetzt. Wir müssen springen. Ja. Au. Hätte ja ohne dich gewusst. Bin da. What the fuck? No. Wollen wir nicht nur eine Runde Billard spielen? Ich hätte Bock auf eine Runde Billard. Komm hier rauf, Logan. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Wow. Wow. Lauf einfach weiter. Okay.
Was ist das da? Bist denn des Wahnsinns? Ich frag mich, ob die Leute noch am Film sind.